Okay, Flo, was haben wir jetzt hier? Das ist der Music Maker und damit mache ich Musik, wie der Name schon sagt. Eigentlich bräuchte ich ein Instrument, aber ich habe hier die Maus und hier ein Fenster voller Samples. Klickt mal einfach mal eins an, probehalber. Boah, Schlagzeug klingt groovy. Machen wir, ziehen wir auf die Spuren hier. Das sind, Moment, ganz kurz, das sind Spuren, auf die ich die Samples platziere. Und dann habe ich es da drin. Kannst du ein bisschen leiser machen, damit der Klang besser kommt. So. Eine Frage, das ist jetzt keine General MIDI-Karte, die wir dann im Überhaupt Computer nicht. Drin haben. Überhaupt nicht, das ist eine ganz normale Soundblaster-Karte. Das geht mit jeder Soundblaster-kompatiblen Karte. Es sind einfach Audiodateien als WAV-File gespeichert, von irgendwelchen Instrumenten also, gesampelt. Das sind ganz normale WAV-Dateien? Ganz normale WAV-Dateien, richtig. Aha. So, und das klingt jetzt so. Ja, nett, aber ein bisschen kurz, da muss noch mehr kommen. Also klicke ich da unten in der Ecke an und ziehe mir das Ganze mal jetzt so lange, wie ich es haben möchte. So, jetzt mal in dem Bereich und schon. Ah, kommt das fortlaufend. Der kopiert das jetzt also automatisch alles aneinander. Genau, musste gar nichts mehr tun, kostet auch eigentlich keinen Speicher, weil nur das kurze Stück gespeichert ist. So, ist ja ganz nett, aber ein bisschen Gitarre muss noch dazu. Das hier. Ja, ziehen wir einfach mal jetzt dann hier rein. Machen wir ein bisschen leiser, damit die Sachen zusammenpassen. Ich merke auch gerade, er spielt das also sofort ab, wenn du das anklickst. Das ist so eine Art Kontrolle, dass du auch weißt, was dieser komische, kryptische Name eigentlich sagen soll. Ja. Jetzt ziehe ich mir das Ganze auch so lang. So, hören wir das mal an. Ja, irgendwie, ja, ganz gut. Kann man mal anfangen. Ja, würde ich sagen. Hat einen guten Sound. So, und jetzt hatte ich schon ein paar mehr Spuren gemacht. Ein bisschen Bass, Schlagzeug, andere Gitarrenrhythmen. Und jetzt kommt der Bridge zum Refrain, ein kleines Solo. Damit das nicht so langweilig klingt. Genau, es kommt noch was Neues. Aber, da habe ich mir gedacht, das passt nicht. Nee, müssen wir nochmal machen. Jetzt habe ich mal so eine Sample, das ein bisschen komisch klang, rausgegriffen bei der einen Bridge. Ja. Und jetzt ein bisschen verändern. Also mal ein bisschen nach vorne vielleicht den Anfang verlagern. Beziehungsweise, naja, ungefähr mal anpassen, so nach Augenmaß. Damit es besser passt. Richtig, und dann ziehe ich mir das einfach mal hin. So, und bastel noch ein bisschen rum, weil ich kann ja ungefähr erkennen, wie diese Waves ausgesteuert sind. Ich sehe gerade, er richtet das immer automatisch am Raster aus. Da ist ein richtiges Raster drin, kann ich auch ausschalten, wenn ich will, aber es bringt einiges. Okay. Jetzt höre ich mir das Ganze nochmal an. Mitten im Song wieder, damit ich ungefähr weiß, was vorher kommt. Ich kann auch noch ein bisschen rauszoomen. Um die Übersicht zu behalten. Genau. So, jetzt kommt gleich die Stelle. Ja, das passt ja eigentlich jetzt ganz gut. Ja. So, wunderbar. Und jetzt machen wir dann das Ganze fertig mit einem richtig schönen Refrain und so weiter. Okay, das sieht jetzt ja schon ein bisschen anders aus hier auf dem Bildschirm. Jetzt haben wir eigentlich fast alles fertig. Hier noch ein bisschen hinten Refrain dran gebaut, eine neue Gitarrenspur, ein bisschen anderes Schlagzeug. Ja. Und das hören wir uns mal an. Ich fange wieder mitten im Song an, ein bisschen Zeit zu sparen. Jetzt kommt der Übergang gleich, der jetzt passen müsste perfekt. Ja. So, das Gitarrensolo passt so gut wie von mir. Und? Ja, bestens, gell? Das habe ich schon hinbekommen. Jetzt kommt der neue Gitarrenriff. Ein bisschen anspielen, das Groove, das Schlagzeug, ein bisschen Gesang. Ja, das kann man also ausbauen. Kein Problem eigentlich. Alles klar. Das gesamte Stück haben wir jetzt auf der CD. Das kann man sich mit einem eigenen Button anhören. Alles klar. Mhm.